Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. So, in der letzten Folge unsere erste Wache bequatscht erfolgreich und wir schauen jetzt mal, was er bewacht. Ich schaue mal wieder aus dem Fenster. Es ist eine kalte, stürmische Nacht, ja, das wissen wir bereits. Gibt es hier sonst irgendwas? Da ist noch ein Fenster, ein neues Fenster. Draußen geht steil runter und ich finde keinen Halt. Das heißt, da brauchen wir, wenn wir da raus wollen, ein Seil, denke ich mal. Dieses Fenster wurde seit Jahrzehnten nicht geöffnet. Und vielleicht irgendwie noch eine Kanne Öl. Alles klar, habe ich im Hinterkopf. Dann gehen wir hier nochmal raus und in die nächste Tür rein. Ups. Wo sind wir jetzt gelandet? Da hinten ist ein Zeppelin. So, was können wir hier gucken? Die helle Bade würde ich gerne mitnehmen. Beispiel sagt nein. Zeppelin ist auch kein Ankerpunkt. Wow, das soll wahrscheinlich ein Kreuzritter sein. Da können wir uns zumindest die Rüstung ansehen. Und eine Statue. Schau mal den Ritter an. Gut erhalten, spätes 10. Jahrhundert. Können wir da was mitnehmen? Das kann ich nicht nehmen. Okay, was kann man hier noch gucken? Also die Statue, das Grillbesteck nicht, das Bild auch nicht. Einen Kamin. Sieht um den Bauch rum sehr abgegriffen aus. Ja, sollten wir dann vielleicht auch mal das Bäuchlein kraulen? Kannst du die Statue drücken? Ha, okay. Schau mal noch die andere Statue an. Nicht sehr interessant. Können wir da... Können wir den auch bitte wieder öffnen? Bitte, 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 bitte. Es bewegt sich kein Millimeter. Wo ist Elsa denn hin? Vielleicht hat man sie gefangen. Ach, wir sind mit Elsa hierher gefahren. Okay. Ja. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wer uns da gefahren hat mit dem Auto. Das war Elsa, also Dr. Schneider. Können wir bitte wieder ins Schloss? Ja, können wir. Also wir haben zumindest mal einen Notausgang gefunden. Wo war denn das jetzt? Kacke, wie sind wir da mal hingekommen? Nee, das war nicht hier. Das war, glaube ich, hier. Wir kamen nämlich da von unten rechts. Wir hatten in diesem Seitengang noch eine Tür, die wir noch nicht geguckt hatten. Ja, hier war das. Und dann ist da unten unser Kumpel. Die Kumpelwache. Ja, und wir können weiterhin durch ihn durchlaufen. Okay, alles klar. Also einmal muss man die betütteln und dann ist gut. Der sieht nach Uniformen aus. Sowas hätte ich gerne. So, was können wir hier gucken? Eine Dieneruniform. Und graue Uniform und ein Schloss. Das ist die Uniform eines Dieners. Können wir die mitnehmen? Was? Da hat er noch irgendwas gesagt von wegen Größe? Das habe ich gerade nicht gelesen. Uniform eines Dieners. Genau meine Größe. Okay, dann nehmen wir das bitte mit. So, und dann schauen wir mal noch die Uniform an. Das ist eine Offiziersuniform. Genau meine Größe. Können wir die mitnehmen? Seltsam, da ist ein Schloss am Kleiderhaken. Ja, ich habe mich schon gefragt, was ein Schloss bei einem Kleiderständer zu tun hat, aber ja. Mhm. Ich frage mich, warum die hier die Uniform mit so einem dicken Schloss sichern. Weil nicht jeder mit einer Offiziersuniform in der Gegend rumlaufen soll. Mein Lieber. So, können wir unseren kleinen Schlüssel dafür benutzen? Eher nicht, aber ich versuche es trotzdem.
Nein, das klappt nicht. Okay, was passiert, wenn wir jetzt die Dieneruniform anziehen? Dann gehören wir doch irgendwie zu dem Laden. Zensiert. Okay, schick siehst du aus. Hey, das letzte Mal haben sie etwas anderes angehabt. Oh, okay. Wow, das ist hier auch ein Ding. Sie müssen der Eindringling sein. Shit. Ach man. Immer auf die Omme. Kurz ausruhen. Und wieder auf die Omme. Immer schön locker in den Beinen tänzeln und dann wird das was. Aber trotzdem, wir laden nochmal. Nichts zu finden, ja. Also wir haben jetzt gelernt, wenn wir einen Soldaten mal betüddelt haben, dürfen wir ihn nicht mit anderen Klamotten über den Weg laufen. Okay, finde ich cool, finde ich gut. Wir müssen nochmal kurz in den Raum rein, um laden zu können. So. Dann machen wir das kurz wieder. So. Ach so, das hatten wir dann noch nicht gemacht. Okay, das wissen wir. Wir sind nicht... So, wo ist der Gefangene? Ich soll ihn vernehmen. Im dritten Stock, aber wir sind sie. Also wir müssen auch definitiv nach oben. Nachfolger von Dietrich. Und dann hatten wir genommen, dass er Informationen weitergibt. So, dann war er peinlich berührt. So, dann haben wir wieder was gelernt. Moment, hier machen wir mal noch kurz den Notausgang. Wobei, es bringt, glaube ich, nichts, wenn wir den aufmachen. Man kommt ja sowieso nicht wieder zurück. Es hat nur Wissen gewonnen für später, wenn wir hier irgendwann mal entfliehen wollen. Hier war das Fenster. Schauen wir mal kurz an, weil ich nicht weiß, ob das irgendwie einen Einfluss hat, dass es dort steil runtergeht, das Wissen. Und dann gehen wir gegenüber nochmal rein und werden uns diesmal nicht umziehen, sondern das nur mitnehmen. So, und dann waren wir hier oben schon drin. Nee, da kamen wir gerade hier. Moment, da ging es doch, glaube ich, rechts noch irgendwo hin. Das ist verwirrend, wenn so 2D und 3D die ganze Zeit ineinander übergehen. Ach, da kommt man da raus. Okay, boah. Das wird schon irgendwie. Wir speichern nochmal ab. Ja, dafür müssen wir hier wieder raus. Weil ich nämlich nicht weiß, wie wir mit dem nächsten Soldat klarkommen werden. Und wir spielen weiter. So, dann gehen wir mal gucken, dass wir den nächsten Soldaten irgendwie betütteln können. So, mit dem sind wir im Best Buddy. Halt, halt. Sie da an der Lederjacke, was machen Sie hier? Ah, er hat uns jetzt auf die Lederjacke angesprochen. Das hat der andere doch, glaube ich, nicht gemacht. Vielleicht sollten wir jetzt das mit der Lederjacke nehmen. Wir verkaufen modisch Lederjacken, so wie diese hier. Lederjacken? Was? Wer hat sie hier reingelassen? Wissen wir das jetzt? Ich ging einfach rein, das hat nicht funktioniert. Ich habe einen Passierschein, wie käme ich sonst dran? Wir haben keinen, aber mal gucken, wie das ausgeht. Da haben sie recht. Was soll denn die Jacke kosten? Okay, es klappt doch. Nur 2 Mark, ein Angebot für unsere tapferen Soldaten. 15 Mark genau richtig fürs Wache schieben in kalten Nächten.
Das ist echtes Leder, also 300 Mark im Voraus, bitte. Ich bin für die goldene Mitte. 2 Mark ist zu wenig. 300 ist natürlich eher der Preis für eine Lederjacke. Aber 15 so für die kalten Nächte und so? Das klingt vernünftig. Ich bestelle eine. Mein Name ist Unteroffizier Krüger. Okay, damit haben wir nochmal einen Namen. Das Geld bitte im Voraus. Und wir kriegen Geld? Natürlich. Okay, wir haben den zweiten betüdelt. Läuft doch für uns. Und da geht's hoch. Und wir müssen ja in den dritten Stock. Gehen wir direkt in die ersten, in den ersten Raum. Da ist wieder ein Fenster. Draußen geht's steil runter und ich finde keinen Halt. Okay. Das hatten wir bei dem anderen Fenster auch mal. Sollen wir jetzt die Dieneruniform anziehen? Auf dieser Etage? Wir versuchen das mal. Vielleicht haben wir dann auch neue Gesprächsoptionen. So, wieder zensiert. Wir werden Indiana Jones nie in seiner Unterwäsche sehen. So, dann schauen wir mal, wie das als Diener funktioniert. Ist das eine Kiste? Eine Truhe. Können wir die Truhe angucken und dann öffnen? Bitte, bitte, bitte. Ist eine geschlossene Truhe. Geschlossen heißt nicht verschlossen zwingend. Okay, ist da irgendwas drin? Toll, da waren 50 Mark drin. Juhu, Loot. Gibt's da sonst noch was? Nee, sie ist leer. 50 Mark, boah. Ein Diener hier? Halt mal, sie sind kein Diener. Okay, hier war es falsch, die Dieneruniform zu tragen. Achso, jetzt ist es spiegelverkehrt. Dadurch, dass wir jetzt links stehen, tun wir quasi mit den Zurückgehtasten zuschlagen. Ja gut, gegen den werden wir nicht gewinnen. Dafür fehlt mir auch gerade die Motivation, das mit dem Kampf hinzukriegen. Nachdem unser Held Indiana Jones das Bewusstsein wiedererlangt hatte, durfte er in einem deutschen Museum bis an sein Lebensende Kunstwerke putzen. Und da die Nazis den Kral schließlich fanden, war das für Indy eine lange, lange Zeit. Okay. Wir laden nochmal. Also da dürfen wir uns dann nicht mit der Dieneruniform sehen lassen. Hab ich gecheckt. So, dann müssen wir dem, glaube ich, nochmal die Lederuniform verkaufen, ne? Ja. Wir lernen immer mehr dazu. Wir lernen dazu. So, wir verkaufen modische Lederjacken für 15 Mark das Stück. Dann jetzt erst müssen wir sagen, dass wir einen Passierschein haben, den wir nicht wirklich haben. Aber er möchte angelogen werden. Und ist scheinbar von der Jacke so abgelenkt. Ich denke mal, eine andere Wache, die uns nicht auf die Jacke angesprochen hätte, die hätte sich halt dann an den Passierschein festgebissen und er ist halt zu sehr auf die Lederjacke fixiert. Denke ich mal. Alles gesundes Halbwissen. So, wir kriegen unser Geld wieder. Also können wir halt dann die Kiste looten. Aber nicht weitergehen. Sollen wir uns wieder umziehen? Ja, ich denke mal schon, wir ziehen uns um. Vielleicht können wir auf der Ebene irgendwo in Dieneruniform irgendwas reißen. Ich weiß es. Oder sollen wir... Also der Typ, der uns jetzt quasi verprügelt hat, der erwartet wohl eher, dass wir eine Uniform tragen. Wir wissen, wo wir eine Uniform in unserer Größe finden. Aber da kommen wir halt noch nicht ran, weil da brauchen wir einen Schlüssel für, den wir noch nicht gefunden haben.
Wir nehmen mal noch mal die 50 Mark mit. So, 50 Mark. Am besten laufen wir jetzt keiner Wache über den Weg. Oder ich muss mir das merken, dass wir dort hinten nur als Offizier weitergehen. Ich will mal gucken, ob ich an ihm jetzt irgendwie mich vorbeischleichen kann. Und irgendwo einen Raum verziehen kann. Was ist das? Ein Fenster und ein Durchgang. Ich komme nicht dran. Da geht auf die Stufen hoch. Was ist das für ein Durchgang? Es sieht nichts Besonderes. Au, oh, ein Diener hier. Halt mal, sie sind kein Diener. Aber ich glaube, dass wir hier in unserer Lederjacke auch nicht wirklich weit kommen würden. Nee, ich kann jetzt leider nicht laden. Ja, gegen den habe ich keine Chance. Okay, wir müssen wieder Kunstwerke putzen. Ich glaube nicht, dass das was ändern wird. Ich hätte zwischendrin nochmal speichern sollen. Hinterher ist man immer schlauer. Also, wir suchen auf jeden Fall einen Schlüssel, um an die Uniform ranzukommen. Aber es muss ja irgendeinen Sinn haben, dass wir jetzt zuerst mal die Dieneruniform haben. Aber da müssen wir extremst aufpassen, wo wir damit hingehen. Und keiner Wache über den Weg laufen. Ich hoffe mal, dass wir dort oben dann irgendwo den Schlüssel für das Schloss unten finden. Vorher müssen wir dann ein bisschen Sneaky-Beaky machen. Wir werden uns jetzt mal nicht als Diener umziehen und so mal oben rumlaufen, aber ich glaube nicht, dass es besser laufen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, wir kriegen wieder unser Geld, dann speichern wir mal ab, ist versprochen. Ich habe gedacht, wir kommen jetzt da oben irgendwie weiter, aber nein, kommen wir nicht. So, dann gehen wir bitte hier hoch und den nächsten Raum, dass wir speichern können. So, sichern. So, spielen. So, und jetzt gehen wir dann als Indiana Jones mal weiter. So, bei dem hatten wir uns rechts vorbeigeschlichen, aber ich glaube, linksrum kommen wir nicht. Ohne ihn zu triggern. Aber da gibt es ja noch andere Türen. Wir gehen diesmal durch irgendwas anderes durch. Er hängt uns an den Hacken. Es war zu spät, okay. Hey, sieh da, sind hier in einem Sperrgebiet. Ja, und ja, wir können ihm... Er redet jetzt von einem Sperrgebiet. Also sollten wir das mit den Lederjacken nicht versuchen. Den Gefangenen hatten wir halt eigentlich schon mal, aber das hat funktioniert. Oder wissen wir, ist vielleicht der Vogel, Dr. Vogel oder was auch immer, ist es vielleicht der Oberst? Kennen wir den Namen? Wir versuchen mal, wir haben eine Nachricht vom Oberst. Warten Sie, wie lautet die Nachricht und wer sind Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen, lassen Sie mich durch. Gut für Sie, dass Sie danach fragen. Wir nehmen mal gut für Sie, dass Sie danach fragen. Hä? Was meinen Sie damit? Ich führe gerade einen Sicherheitstest durch. Ich soll die Nachricht jedem geben, der danach fragt. Das ist eher unwahrscheinlich. Wir machen einen Sicherheitstest. Er hat ihn, denke ich mal, jetzt bestanden. Nicht so schnell. Vorher weiß ich, dass Sie kein Spion sind. Gute Frage. Sie haben bestanden, ja. Das ist eine Beförderung wert. Wäre ein Spion so weit gekommen, seien Sie vernünftig
Woher weiß ich, dass Sie kein Spion sind? Ihr Passierschein? Vielleicht kriegen wir dann einen Passierschein. Wir versuchen mal, woher sollen wir wissen, dass er kein Spion ist? Machen Sie sich nicht lächerlich, ich muss Sie fesseln. Ah, das hat nicht so funktioniert. Hier ist schon mal eine Hand. Jetzt, ja. Ja, den Kampf müssen wir jetzt irgendwie durchstehen. Immer auf die Omme spammen, scheint zum Sieg zu führen. Ja, nichts zu finden. Also das funktioniert so nicht. Da müssen wir mal kurz in den Raum rein, dass wir laden können. Da ist nochmal eine Kiste. Da schauen wir gleich hoffentlich rein. Wieso haben wir jetzt da unten gespeichert? Egal. Nicht fragen. Einfach tun. So, wir gehen nochmal raus. Und wir ziehen uns diesmal doch die Diener-Uniform an. Weil wenn das Sperrgebiet ist nach Dienern, dann macht sich keiner so großen Kopf drum. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht in die falschen Räume mit Diener-Uniform reinlaufen. Ich denke mal, als Diener kommen wir hier ein bisschen besser klar. So, ich will jetzt zu der anderen Kiste. Die hier war. Vielleicht ist da was Sinnvolles drin. Mach mal die Kiste auf. Und wir schauen mal rein. Da ist eine Uniform drin. Ich nehme sie mit. Sehr schön. Wir haben eine Uniform. Können wir die bitte anziehen? Hier. Das war mir doch gar nicht aufgefallen. Indie-Wear von Lucasfilm. Das ist unsere alte Sache. So, können wir jetzt bitte die Uniform anziehen? Das hat hier noch keiner gesehen. Die ist mir zu klein. Kacke. Mann, ich hatte voll Hoffnung. Finden wir da drin was? Lässt sich nicht öffnen. Das ist eine Offiziersuniform, die mir viel zu klein ist. Ja, kacke. Mann, ich hatte kurz Hoffnung, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Warte. Da ist etwas in der Tasche. Okay. Und was? Ein Schlüssel. Ich werfe die Uniform weg und behalte den Schlüssel. Okay, dann müssen wir uns jetzt nochmal nach unten stehen. Ich mache mir Hoffnung, dass der Messingschlüssel, den wir jetzt haben, dass wir uns damit eine Uniform in unserer Größe holen können. Mach mir doch Hoffnungen. Wir speichern mal wieder ab. Und spielen weiter. So, kommen wir jetzt hier irgendwie wieder raus, ohne dass wir mit einem Soldaten reden müssen? Wir müssen wieder runter. Da hinten läuft ein Soldat, der uns noch nicht gesehen hat. Können wir hier mal bitte abbiegen? Da können wir kurz zwischenparken. Kommen wir um ihn wieder rum. Das wäre mir eigentlich am liebsten, weil dann wird man uns hier oben nur mit der Uniform kennen, wenn wir sie jetzt bekommen. Und dann müsste ich mir da keinen Kopf machen. Moment, halt, stopp. Nicht runtergehen mit Uniform. Wir ziehen jetzt nochmal unsere Indie-Wear an. Das ist cool. Und genießen den Lohn. Was war denn das? Na gut. So. Und jetzt machen wir mal die Biege die Treppe runter. Unten haben wir nur Freunde. Hi, wir sind's wieder. Da werden wir jetzt halt mit unserer Bedienstetenuniform direkt wieder aufgefallen. So. Wo war das? Ich glaube, hier war das mit den Klamotten. Ja, hier war das. So, können wir den Messingschlüssel mit dem Schloss benutzen? Ja, können wir. Können wir die Uniform nehmen? Können wir? Okay, die ziehen wir jetzt natürlich nicht an, weil das würde auffallen.
Haben wir ja gelernt. Und wenn wir jetzt hier hochgehen und uns dann hier drin in den feinen Zwirn werfen, wie siehst denn du in der Uniform aus? Keine Uniform. Holla, die Waldfee. Ja, schick sieht er aus. Aber wir gehen jetzt mal in die Pause. Bis gleich.